Nichts kann deinen Wert kaputt machen. Ist die Erziehung. Viele wurden in der Erziehung so erniedrigt, so nicht wahrgenommen, nicht gesehen, nicht gehört, nicht geliebt, dass sie denken, das ist die Wahrheit. Sie gewöhnen sich an diese Emotionen des Unterdrücktwerdens, des Nicht-Gesehen-Werdens, dass sie diese Emotionen mitnehmen in die nächsten Beziehungen und weiterhin so behandelt werden. Und du darfst Grenzen setzen, wie man mit dir umgeht. Du darfst Grenzen setzen, wie du dich selber fühlst. Dass, wenn du das Gefühl hast, boah, ich fühle mich jetzt gerade wieder wie das Allerletzte, dass du in dir schaust, stimmt das? Ist es wirklich wahr? Wenn ich Fehler mache oder schlechte Erfahrungen, heißt das gleich, dass ich mich dafür verurteilen muss, dass ich mich dafür hassen muss, dass ich mich dafür geißeln muss, dass ich mich dafür fertig machen muss? Oder darf ich liebevoll mit mir sein, allein deswegen, weil ich ein göttliches Wesen bin, weil ich in meinem Kern immer wertvoll bin und nichts im Außen diesen Wert irgendwie niedriger machen kann, außer ich erlaube es. Ich gebe dir ein Beispiel Auto. Ja, wenn du ein Auto hast, in der Regel wirst du es ja sauber halten. So, wenn es jetzt sauber ist, komplett sauber, und es steigt jemand in dein Auto ein, wird er Angst haben, es dreckig zu machen, weil es einfach so sauber ist. Ja, der wird sich echt bemühen, es sauber zurückzulassen. Wenn aber dein Auto schon dreckig ist mit Bananenschalen, mit Fettflecken, mit leeren Verpackungen und Krümeln, wird derjenige, der jetzt reinkommt, sich keine große Mühe machen, das Auto irgendwie sauber zu halten. Und so ist es auch mit unserem Sein. Wenn ich mich schon selber fertig mache, wie in einem vorigen Video erzählt, meine inneren Selbstgespräche, wenn ich schlecht mit mir umgehe und mich selber schlecht fühle mit mir selbst, wie soll denn ein anderer Mensch wertschätzend mit mir umgehen? Also misst dein Wert nicht an deinem Gewicht, an deinem Äußeren, an deinen Diplomen, an deiner Ausbildung, an deiner Nichtausbildung, an deinem Äußeren. Misst dein Wert nicht daran. Du bist wertvoller als ein Diamant. Du bist wertvoller als alles, was es hier auf dieser Welt gibt. Und das weißt du auch. Tief im Inneren weißt du es, dass dein Menschenleben wertvoller ist als eine 5.000 € Chanel-Bag. Die wenigsten machen sich das bewusst, unbewusst, denken sie, naja, ne, ich bin es nicht wert, diese Tasche zu tragen, zum Beispiel. Dabei ist die Tasche es nicht wert, dass du sie trägst, weil du ein wertvolles, ein hochwertiges Geschöpf bist. Denke daran, vergleich dich niemals mit anderen, weil da wirst du nie gut bei rauskommen. Selten wirst du dabei gut rauskommen. Es gibt immer Menschen, die in irgendetwas besser sind, besser aussehen, erfolgreicher sind, mehr Geld haben, was auch immer. Du bist wertvoll, so wie du bist. In dem Zeitpunkt, wo du gerade da bist, in der Station deines Lebens, wo du gerade bist, bist du so, wie du bist, perfekt. Wenn du dich vergleichen möchtest, nur um weiter voranzukommen, aber niemals, um deinen Wert niedriger zu stellen. Hör auf, deinen Wert in Frage zu stellen oder mit anderen zu diskutieren, weil da gibt es nichts zu diskutieren. Wenn du möchtest, dass ich dich persönlich begleite, unten ist ein Link, schau rein, dann können wir kostenlos telefonieren und schauen, ob ich dir helfen kann. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.